Ja, hallo zusammen, hier ist der Flipskommentator 70 mit dem nächsten Gastreplay. Und zwar der Herbolzheimer 79 aus den Clan X-Fax. Hier nochmal mit der Grille 5er Arti der deutschen Fraktion auf dem Weg zur dritten Janmark. Zweite Runde, wenn ihr das erste Replay gesehen habt. Hier sind wir auf der Map Minen im ein Begegnungsgefecht. 6er, 5er, 4er. Wir haben 4 6er, 5 5er. Und 6 Vierer, darunter 3 Heavys, 6 mittlere Panzer, 3 TDs, 2 Lights und eine AD. Ein Ziel tut hier erstmal auf den Cromwell und den PZ3J. Ja, das muss wehtun. Cromwell 228 abgeknabbert. Munitionsverteilung hat er ja 29 mal Standard AE, 480 Damage, 38 Durchschlag, 7 mal Lead dabei. Ne? Mit 340 Damage, 154 Durchschlag. Und nochmal 12. Bisschen angehustet da den A20. Ja, die Premium HE spart er sich. Ein kleines Mitglied, kleines Rettet und Schokolade als Ration für die deutsche Crew. Nächster Schuss geht raus. Einzelzeit so um die 5 Sekunden. Reloadzeit 19 Sekunden. Ja, auf den Valentine AT. Schöne Breitseite. 183. Da gibt es noch. Stand-Schaden oder beziehungsweise Unterstützungsschaden. 5 zu 2 steht es. So, jetzt wieder nochmal auf den Cromwell. Schön einzielen. Und Schuss geht raus. Ja, böse erwischt. 103 nochmal abgeknabbert. Ja. Ich sage noch ein bisschen was auch hier zur Arti, falls das Replay nicht gesehen habt. Die Grille 1542 kann man vorwärts 10 rückwärts 3 Grad kriegt die Kanone nach unten. 5 Grad links wie rechts, bevor der Zielkreis aufgeht. Jetzt geht erstmal der nächste Schuss auf den KV-2. Schuss geht raus. Jawohl, 121 abgeknabbert. Und Sichtweite hatten wir schon 260 Meter, den Rest habe ich schon gesagt. Jetzt sind wir gespannt hier. Churchill. Und Schuss geht raus. Jawoll. Schön aufs Dach. 146. Wir sind beim Damage von 800 rund und 608 Standschaden. Acht zu 2. 3 Minuten alt ist das Gefecht. Ah, drüber weggeschossen. Mit der Rakete. Ah, da kommt er nicht drauf auf die Churchill 7. Da braucht nicht mehr. Und der geht raus. KV2 nochmal. Da hinter dem Stein, ob er da hinkommt. Schuss geht raus. Jawohl, Nummer 174. Abgeknabbert. Und da gibt es auch wieder Standschaden. Da bleibt er gleich drauf. Der KV-2, der braucht noch was. So, 11 zu 4. Schuss geht raus. Und nochmal 126. Ah, da gibt es Spot Damage. Oder Stance. Naja, Unterstützungsschaden, besser gesagt, ist das ja. Nicht Spot Damage, das ist Unterstützungsschaden. Unterstützungsschaden. Ja, ja. So, gegnerische Arti, die Zone 22A. Ist aber schon so gut wie weg. Und der noch 10 Rico. Und da geht's hier. Schon die Flamme auf und die Runde ist zu Ende. Wir sehen uns in den Stats. Ja, labapalaba. So, kommen wir zu den Stats. Ja. Rucki zucki war die Runde dann zu Ende und Gott sei Dank ist es geschafft. Dritte Genmark für die Grille und er hat mir geschrieben, danach hat er die Grille verkauft und das ist der 231. Panzer, der mit der dritten Genmark ausgestattet wurde. Jawohl. Ja, zweiter Klasse Schläger, 32.676 Credits, XP, kommen wir später, Teamscore 1187 Damage, 1 Kill, 607 Basic XP, immer den Report, 10 mal geschossen, 7 mal getroffen, einmal durchschlagen, 8 mal Splash. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Unterstützungsschaden und Standschaden.
Wo er gefahren ist, er nicht viel. Dafür gab es 21.784 Credits abzüglich Repair und Munition. Beziehungsweise Ration ist das hier. Ne? Ja. Und bleiben 7.626 Credits. Über das Ganze 4 Minuten 18. Und dann die Basis-XP plus Siegbonus 9 und 11 XP und 45 freie Erfahrung. Ja, wunderbar. Kleine Runde mit der Grille. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.